Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zurück beim Explorieren des Spielzeugweltraums von Outer Wilds. Ein ganz fantastisches Spiel. Ich habe es ja bei der letzten Folge schon gesagt. Es lohnt sich, das selber auszuprobieren. Wir hier machen ja nur den Echoes of the Eye zusätzlichen Content, den DLC. Das Spiel selber ist ganz fantastisch, die Planeten zu erkunden. Die Stimmung ist toll, die Rätsel sind toll. Aber was mir ganz besonders gefällt, ist dieses Spielkonzept, in dem man völlig frei ist. Also das ist Open World im besten Sinn. Normalerweise in Open World Spielen hat man ja diese Marker, da geht dahin, startet die Mission und dann sagt die Mission, geh dahin und mach das, klick auf dieses Objekt. Gibt's hier alles nicht. Die Welt ist wirklich open und wir laufen da drin rum und explorieren und sehen zu, was wir rausfinden. Und die Probleme und die Lösungen, alles ist selbst generiert. Das ist natürlich vom Plot vorgegeben. Aber ansonsten ist das wie tatsächliche Wissenschaft. Wir müssen erstmal rausfinden, was eigentlich das Problem ist und dann müssen wir es beheben. So, das Erste, was wir jetzt mal machen, was wir in der letzten Folge ja gemacht haben, ist diese zusätzliche Station zu finden. The Stranger heißt die, glaube ich. Oder The Stranger ist eine Figur auf der Station, das weiß ich noch nicht so genau. Indem wir den Schatten auf der Sonne gesehen haben, dann sind wir da hingeflogen und haben entdeckt, dass da eine Hohlwelt ist oder eine Ringwelt und dass in dieser Ringwelt irgendwie noch eine Flut passiert und dann gibt es einen Dia-Projektor und dann gibt es Leute mit Geweih auf dem Kopf und jetzt wollen wir mal schauen, was es damit alles auf sich hat. Hier bin ich natürlich in meinem Schiffslogbuch, wo alle Informationen, die wir finden, schön eingetragen werden und vor allem so ein bisschen kondensiert auf die wichtigen Punkte und dann sehen wir mal, was das Spiel jetzt hier für wichtig hält. A radio tower designed to receive photos taken by the Deep Space Satellite. Ja, das haben wir letztes Mal ja gefunden, diese Radiostation. Es gibt mehrere Fotos des ganzen Solarsystems, die da an der Wand hängen. Hornfels ist aufgefallen, dass es da einen Schatten gibt. Jetzt ist es weg, aber ich glaube, da erfahren wir nichts Neues. Okay, Equipment Malfunction. Wir haben schon rausgefunden, das stimmt nicht. So, die Ringwelt. Ein Tarnfeld. Und es ist weder von uns gebaut natürlich, noch von den Nomai. Und dann haben wir hier noch was. Okay. Okay, das ist jetzt noch nicht so viel. Wir haben ein paar Inseln gefunden in dieser Hohlwelt, die ja sehr viel mit Wasser operiert. Und das Symbol des Auges des Universums da gefunden. Das war ja schon vom Titel des DLC klar, dass das was mit dem Auge des Universums hier zu tun hat. Okay. Gut, jetzt müssen wir noch rausfinden, ob wir diese Operation nochmal machen müssen, in der wir den Schatten finden. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir jetzt mal erstmal hier aus dem Schwerefeld des Planeten entkommen. Und dann gucken wir mal in die Karte, ob wir hier das Stranger markieren können. Das können wir erstmal nicht, wie es aussieht. Das ist interessant. Ja, sehe ich jetzt nicht. Das? Ja, das ist Black Bramble. Ja, da haben wir schon unser erstes Problem. Wir können ja jetzt nicht in jeder Runde hier zu dieser 40 Grad Geschichte hochfliegen. Ich guck mal gerade, ob ich, wenn ich im Log den Stranger markiere, ob ich das kann. Ja, kann ich. Okay, das ist die Lösung. Sehr gut. Also, dann gucken wir mal, wo das ist. Hier, alles klar. Okay, markieren und dann können wir den Autopiloten benutzen. So, die Landung, wir haben ja letztes Mal relativ lang gebraucht, bis wir rausgefunden haben, wie wir da reinkommen. Und das können wir uns jetzt alles sparen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass diese Flutwelle, die da ja irgendwann kam und die zum Beispiel das Kellergeschoss von diesem Raum mit dem Dia-Projektor überflutet hat, dass die dann vielleicht uns noch ein bisschen Zeit lässt. So, jetzt müssen wir ja wieder den Eingang finden. Da. Ein bisschen schön rotieren. Ah, das wollte ich nicht. So. Und rein da. Und landen. Wir haben es eilig. Denn wir wollen ja was sehen, bevor auch diese Welt so wieder... Oh, shit. Das war knapp. Ein Raumanzug vergessen. Ja. Okay. Das war tatsächlich jetzt ein Anfängerfehler. So,
hier wissen wir schon, was wir machen müssen. Wir machen mit der Taschenlampe hier vorsichtig diese Dinger, so dass die sich hier genau. Und da sind wir wieder. So, und jetzt sieht es hier tatsächlich völlig anders aus, weil diese Flutwelle noch nicht passiert ist. Ich vermute mal, das läuft hier nach und nach voller Wasser alles. Oder wir haben einen anderen Eingang genommen, denn das kommt mir jetzt tatsächlich... Vielleicht gibt es zwei verschiedene Eingänge. Mal gerade gucken. Ja, da ist der Turm. Wir sind woanders rausgekommen, glaube ich. Okay. Auch interessant. Dann gucken wir mal, was wir hier so entdecken können. Jetzt komme ich nicht an Bord. Achso, bin ja doof. Ich habe ja einen Raumanzug mit Raketentriebwerk. Wo wollen wir hin? So, hier, das geht natürlich auch mit Beleuchtung. Ja, perfekt. Also, ich habe mir schon gedacht, diese Plattform, das war ja letztes Mal auch so, dass wir aus einer solchen Plattform rausgebrochen sind. Wenn man unter die drunter fährt, nimmt er offensichtlich das Floß hier rein. Und das heißt, jetzt sind wir irgendwie an einer neuen Stelle gelandet. Oder vielleicht auch keine. Na doch, ist eine neue Stelle. Das ist nicht. Da ist zwar auch so eine Tafel, wie beim letzten Mal da war, aber ja, das können wir immer noch nicht lesen. Was sehen wir hier? Eine Brücke und ein Gebäude. Ja, das ist dieses Gebäude. Da ist die Brücke und das ist ein anderes Gebäude. Dann gehen wir doch mal hier rein und gucken, was wir hier geboten kriegen. Das sieht jetzt aber doch sehr ähnlich aus. Bin ich vielleicht doch an derselben Stelle wie letztes Mal? Ja, das kommt mir. Ja, dann ist das da der Raum mit den. Das sieht nur einfach sehr anders aus jetzt, weil das Wasser nicht so hoch steht. Aber wo ist der Turm? Aha, und hier ist der Staudamm, der dann brechen wird. Aber der Staudamm war letztes Mal weit entfernt. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Vielleicht gibt es auch von diesen Gebäuden mit den Bildern mehrere. Bahn heruntergefallen. Ist das jetzt hier das Gebäude mit dem Dia-Projektor oder ist es was anderes? Okay, das ist einer von diesen Gweim-Menschen. Das sind wahrscheinlich die, die hier diese Station gebaut haben. Ja, das ist kurios. Das ist tatsächlich der Raum mit dem Dia-Projektor. Sieht aber auch anders aus. Wahrscheinlich, weil er noch funktioniert. Ne, das ist anders. Es wiederholt sich alles, aber es wiederholt sich anders, weil hier ist jetzt auch keine Lampe. Vielleicht ist die schon drin. Sieht nicht so aus. Ja, mal gucken, ob hier auch im Keller Dias liegen. Kommen wir da überhaupt runter? Ja, ist alles ein bisschen gleich, aber auch ein bisschen anders. Vielleicht außen. Ja. Ach ne, das ist wieder derselbe Raum, ne? Ja. Okay. Wir scheitern daran, hier überhaupt. Was haben wir hier? Ah ja. Das ist doch gut. Jetzt fehlt immer noch die Lichtquelle. Okay, also es gibt mehrere von diesen Diaprojektorräumen. Mindestens zwei. Die auch ein bisschen hier so noch ein Slide-Reel. Das nehmen wir vielleicht auch schon mal mit runter. Aber was noch fehlt, ist die Laterne. Wahrscheinlich scheitern wir jetzt wieder an dieser Diashow, weil ich jetzt hier die Lichtquelle nicht ankriege. Ach, da ist sie doch. Oder? Ja. Was ist jetzt passiert? Irgendwas passiert? Okay, irgendwas passiert zu diesem Zeitpunkt offenbar. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Mechanismen dieselben sind wie beim Spiel, also beim Basisspiel, dass nach bestimmten Zeitabläufen bestimmte Dinge passieren in dieser Welt. Das ist ja ein Teil des, ja, das hört sich so ein bisschen an, als würde die Strömung vielleicht schon zunehmen. Vielleicht sollten wir... Okay, hier ist eine Tür, die sich nur zu bestimmten Zeiten öffnet vielleicht.
Okay, das hat sich jetzt ein bisschen angefühlt, als würde die sich öffnen, wenn man wegguckt. Das ist ja ein Effekt, den wir aus dem Basisspiel auch kennen, dieser Quanteneffekt. Ja, ist definitiv so. Jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn wir auf der anderen Seite passiert nichts. Und dann haben wir da ja noch diesen. Okay, es scheint so zu sein, dass wenn die Öffnung in dem Ring außen rum unten ist, dann geht die Tür auf. Das merkt man es mal für später, aber ich brauche immer noch die Laterne, sonst kommen wir hier wieder auf keinen grünen Zweig und irgendwann geht die Flut ab und dann sind wir hier. Bist du die Laterne? Nee, du bist ein Tischchen. Da? Nee. Tja. Okay. Fortschritt hält sich bis jetzt in Grenzen. Da können wir unten vielleicht gucken, ob es irgendwie runtergefallen ist oder ob wir vielleicht in den Keller kommen. Ne, da sehe ich aber auch nichts. Also, ein bisschen ärgerlich. Wir haben hier den Dia-Projektor. Ich weiß auch gar nicht, die Bilder in dem Turm, in dem wir letztes Mal waren, haben so ein bisschen gezeigt, wie die Außerirdischen aussehen. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch noch keine. Das klappt auch nicht. Ist zu hoch. Keine richtigen Schlüsse daraus ziehen können. Probieren wir mal das andere Gebäude hier aus. Vielleicht ist die Laterne ja auch gar nicht hier direkt beim Dia-Projektor, sondern nebenan. Was haben wir hier? Haha. Okay. Gut. Fortschritt. Autsch. Dann wollen wir nochmal gucken, was uns das verrät. So. Wie geht das jetzt? Jetzt muss wahrscheinlich die Tür wieder zu. Jetzt geht die Tür nicht mehr. Really? Es kann natürlich sein, dass wir jetzt schon zu spät sind und dass hier aus irgendeinem Grund der Strom ausfällt. Der Strom. Oh ja, der Staudamm hier fängt an zu bröseln. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich auch weg, sonst werden wir ertränkt bald. Und es kann natürlich sein, dass der Strom hier mit Wasserkraft erzeugt wird und dass deswegen irgendwann, weil die Turbinen dann verstopft sind, zum Beispiel, und dass deswegen auch der Staudamm überläuft. Weil da unten ja schon noch Wasser rauskommt. Alles Theorien, die durch nichts bestätigt sind. Auf jeden Fall kriege ich diese Tür jetzt nicht mehr zu. Und ich vermute, dass auch deswegen der Dia-Projektor jetzt nicht funktioniert. Ja, können wir hin und her schalten. Das bringt leider nichts. Gut, dann nehmen wir die Sache mal ernst und fliegen vielleicht mal nach oberhalb von diesem Staudamm. Falls wir das überhaupt hinkriegen. Das sieht gar nicht so gut aus. Oh, Ghost Matter. Okay, wir wollen irgendwie hier rauf, damit uns nicht dieser. Ah, hier ist auch Ghost Matter. Eieiei. Okay. Das schaffe ich auch nicht. Nein, 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 nein. Don't kill me. Please, I want to live. Okay, das reicht nicht. Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft so ein bisschen ab. Überall Ghost Matter. So, hier müssen wir da hochkommen. Warum? Warum geht das jetzt nicht mehr so hoch? Wie gerade? Ah ja, jetzt. Okay, aber wir müssen immer noch sehr viel höher, damit uns die Flutwelle gleich nicht mitnimmt wahrscheinlich. Das geht auch gar nicht, okay. Puh. Mal drauf. Nein. Ah doch, auf den Rand. Okay. Hilft aber nicht. Gut. Ja, wir sind ein bisschen, ich stolper ein bisschen ahnungslos hier durch die Gegend, aber das ist eben die Natur von diesen, von dieser Mechanik, bei der man gar nicht gesagt bekommt, was man machen soll, sondern einfach nur die Sache erkundet. Wir können uns nochmal hier umgucken. Also, da unten war ja das andere Haus mit der Dia-Projektor, der Turm, in dem wir auch nochmal so eine Bilderserie hatten.
Dann müsste der. Ach, vielleicht ist das doch derselbe Eingang und es hat uns nur, weil die Flut damals schon sehr viel stärker war, direkt darunter gespült. Das kann sein. Weil ich habe jetzt auch nur einen Eingang gesehen beim Reinkommen. Okay, wir müssen jetzt aber wirklich hier mal weg, bevor der Staudamm da endgültig bricht. Vielleicht kommt man da drüber. Oh, jetzt kommt es. So, jetzt kann es sein, dass wir gleich ertrinken. Ja, jetzt geht mir da langsam auch der Treibstoff aus. Das ist jetzt möglicherweise nicht ideal. Darf ich hier wieder raus? Ja, sehr gut. Okay, die Sonne ist auch schon sehr rot. Ich fürchte, dieser Loop wird schon bald enden. Und wir haben nichts Wesentliches rausbekommen. Außer, wo die Lampe ist für den Diaprojektor und dass es zwei von diesen Diaprojektorräumen gibt. Was können wir denn jetzt noch erkunden auf diesen letzten Millimetern? Also diese Hohlwelt ist sehr, sehr cool. Wir können uns das Ganze nochmal vielleicht anschauen. Interessanterweise ist es jetzt ja wahrscheinlich so, dass oberhalb von diesem geborstenen Staudamm jetzt Sachen freigelegt worden sind. Also da oben dürfte jetzt Zeug, das anfangs unter Wasser steht, freiliegen. Das wird sicherlich nochmal eine Rolle spielen. Da sind wir reingekommen. Und da unten, genau, hier schwimmen alle in diesen Flößen durch die Gegend. Heftige Strömung. So, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja bei diesem Haus hier Treibstoff. Das bisschen Zeit, das wir haben, noch ausnutzen können. Hier lag doch irgendwo eine. Wunderbar. Das ist doch immerhin eine Erkenntnis aus letzter Folge, die uns jetzt hier zugute kommt. Wir machen also nicht gar keinen Fortschritt, sondern nur sehr, sehr, sehr wenig. Ich schwimme jetzt einfach mal weiter in diese Richtung. Ich bin sowieso fast tot. Und wenn ich die Sonne gerade richtig gesehen habe, haben wir es gleich geschafft mit dieser Loop. Ich würde sagen, mit dieser einen Loop lasse ich es dann für diese Folge bewenden. Das wird ja dann auch knapp über 20 Minuten lang sein. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Wir sind nicht. Oh. Okay. Da ist offenbar irgendein Kraftfeld. Vielleicht ist da auch eine Stromleitung im Wasser. Jetzt weiß ich nicht, ob man da durchkommt, wenn man nicht, wie ich gerade, schon mehrfach vorher in irgendwelche Felsen reingerömert ist. Ja, ist jetzt noch kein riesiger Fortschritt. Wir haben so ein bisschen, kriegen ein besseres Gefühl dafür, wie diese Welt von innen aussieht. Das ist super hübsch, sehr schön gestaltet und wie auch im Basisspiel schon diese Mechanik, dass der Staudamm einbricht, dass die ganze Welt sich verändert, dass andere Bereiche zugänglich und unzugänglich werden. Das finde ich alles total toll. Was wir hier sollen, was das Ganze bedeutet und was wir machen könnten, da haben wir noch keine Ahnung. Aber wir werden beim nächsten Mal einfach weiter, das Ganze erkunden. Jetzt wissen wir auch, wie wir schnell da hinkommen. Wir wissen, wo die Laterne ist. Vielleicht können wir uns dann auf jeden Fall mal diese Diashow angucken. Wir müssen auch herausfinden, warum die gerade nicht mehr ging. Ob das wirklich einfach nur die Zeit ist, dass das irgendwann abschaltet oder ob man vielleicht mit dieser Tür noch irgendwas eine Bewandtnis hat. Aber das kriegen wir dann alles nächstes Mal raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Outer Wilds Echoes of the Eye, wenn wir das Geheimnis weiter, den Schleier des Geheimnisses weiter lüften. Bis bald. Tschüss.